Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 7. So. Ja, es stehen Tutorial-Einträge frei, aber ich kann das Spiel doch schon längst. Nachdem sie in London angekommen waren, begannen die Freier sich zu entzweien. Jacob gründete eine Gang, die er Rooks nannte, tötete einen Ganganführer namens Kaylock und gewann dessen Zug als Versteck. Er verhöhnte Evys Suche nach dem Edenspilz, während Evy Jacobs Feldzug gegen die Templer als leichtsinnig und nachlässig abtat. Ich habe 2 Millionen auf dem Konto. Sehr gut. Wo will denn das Spiel, das ich jetzt hingehe? Westminster war hart. Genau, und ich wollte die Gebiete in Zentrum London sowie die gesamte Themse mal auskundschaften. Nämlich die ganzen Aussichtspunkte mitnehmen. Das ist das, was wir nehmen können. Dann können wir auch das Bier finden. Und vor allem, ich vermute, dass die Hauptstory da irgendwie dahinter ist. Kann ja auch sein, dass im Zug versteckt die Hauptstory weitergeht. Das ist auch eine Option. Aber wir sind ja sowieso hier. Gut. Evy, du hast genug Zeit gespielt. Kommen wir zum Geschäft. Genau, da hätten wir sogar eine Frachteskorte. Aber ich würde gerne anfangen, jetzt diese Dinge zu nehmen. Und da können wir dahin gehen, genau. Diese Dinge zu nehmen. Southwark ist erobert. Hallo, ich hab doch Akt. Hat einfach meinen Befehl ignoriert. Ich kann das wagen. Oh, hier wird. Hier ist nichts mit Klimaschutz. Hier wird der CO2 eiskalt in den Himmel geblasen. Das war damals jedenfalls noch extrem. Wenn man das heute so machen würde, was für eine Erderwärmung wir hätten heute. Frage, wie kommen wir über die Themse sicher rüber? Vor allem schnell. Sicher ist zweitrangig. Das gleich in die Themse werfen. Puh. Muss ich jetzt auf dem Boot warten oder was? Ja, scheint so. Wow.
Es hat sich gelohnt. Oh, so schnell bin ich noch nie da oben gewesen. Nicht schlecht. So schnell war ich noch nie oben an einem Aussichtspunkt. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Weil ich das unten links schon mal nicht sehe. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch die anderen beiden freischalten. Dann habe ich schon mal sehr viel Sicht. Was ist das denn? Schmugglerboot. Mhm. Das ist ja... Stopp! Zurück! Da können wir von da hin. Schnellreise nutzen, wenn es jetzt schon da ist. Wuff. Das wohl gewesen ist, zu der Zeit zu leben. Keine PCs, keine Smartphones. Ich habe heute auch ein Video gesehen auf YouTube, da hat einer, sagen wir mal, kreative Geschichten animiert. Und da war das Jahr 1955. Und eine Person hat etwas vor sich im Auto gesehen, dass da jemand im Kofferraum eingesperrt war. Und schrie um Hilfe. Und die sagte dann, ja, dann müsste ich mal die Polizei rufen. Und ich denke mir so, du hast kein Handy. Das ist 1955. Es gibt kein Handy. Es gibt nicht mal Mobiltelefone. Das gibt's da noch gar nicht. Das kam erst später, glaube ich. Jedenfalls habe ich mir das die ganze Zeit gedacht. Den kann das gar nicht wissen. Voll der Plot-Twist. Ja, Plot-Twist nicht, aber voll. Plot-Hole eigentlich. Wie gesagt, das ist einfach nicht möglich gewesen. Läuft doch. Da können wir vom... Ah, der Big Bang ist zu hoch. Der ist dann zu hoch gewesen. Wenn ich vom Big Bang aus losgehen müsste, dann... Nee, dann wäre es nichts. Es würde nichts werden. Müsste ich erstmal runter. Nachher verfange ich mich noch im Big Bang, so wie beim letzten Mal, und sterbe. Jedes Mal ist es ein gutes Stück dunkler. Mein größter Traum ist es einmal,
Mein größter Traum ist es, einmal bei einem Assassin's Creed in einem Atomreaktor zu sein. So, da haben wir schon den letzten. Die Musik hat ja mal einen netten Schwung hinter sich. Klatsch. Das wäre jetzt cool, wenn ich einfach nur auf den Boden aufklatsche. Direkt desynchronisiert. Okay, ich glaube, jetzt habe ich das durch, ne? Oh, es ist ja alles nur noch rot da, das Gebiet. Siehst einfach nichts. Da ist der Zug. Dann haben wir da auch noch dran. Und dann habe ich eigentlich so gut wie alle Aussichtspunkte. Oh, wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir könnten. Ja, das ist zu weit weg. Oh, schwierig. Wenn ich die Themse jetzt mache, dauert zu lange. Nee, ich möchte jetzt wirklich ins Zentrum. Der Themse scheint nicht zu sein. Ich gehe von da aus, gehe ich nach Norden in City of London. Direkt in die Großstadt. Jetzt da sein. Yep. Fangen wir mal rechts an. Und dann sehen wir einfach viel mehr. Auch wenn die jetzige Karte da unten links auch nichts anzeigte. Die Slums von London hier. Ja, so stellt man sich doch London vor. Oder irgendwas. Ist das nicht irgendwie die Zeit zur Pest oder so auch? Das kann nicht weit entfernt sein von dem. Ich glaube, zu der Zeit spielt auch das Spiel Vampyr. Bei allem Respekt, London sieht scheiße aus. Guckt euch das mal an. Was ist das für eine Stadt? So schmuddelig wie sie ist, könnte sie New York sein. Schwieriges Gebiet wird betreten. Ist auch Level 6. Ich weiß nicht, was das Spiel hat. So schwer kann das denn auch nicht sein, weil es ein Level 6 ist.
Ist. Jetzt wahrscheinlich denn hinzugefügt die Kirche da. Ich glaube, ich bin auch mal. Ja, ich bin da, glaube ich, immer durchgelaufen, ne? Sehr faszinierend, wie viel London sich hier auch von Rom nimmt. Man könnte fast denken, man ist in Rom. Alter, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Können wir jetzt hören? Ach, die Bank. Das ist quasi die Börse von Amerika, ich fast gesagt. Von... Ihr wisst schon was. Ja, noch stilvoller kannst du nicht runtergehen. Er wollte das mit Elan machen. Wir haben einen goldenen Löwenstockdolch gefunden. Oh, ist das herrlich zu reden, wenn man eine Stelle im Mund hat. Ist ja eklig. Nee, das war der nicht. Haben wir den nicht bekommen? Bin mir ziemlich sicher, dass wir den haben. Hm. Offensichtlich dann doch nicht. Was ist denn das? Eine Heuschrecke. Okay. Statt ein Kreuz kann man sich mit einer Heuschrecke oben drauf stellen. Warum nicht? Okay. Jetzt geht's dahin und dann dahin. Dann sind wir schon sehr, sehr weit. Guck, ich sehe schon Bier. Falsche Richtung. Ah, so haben sie gebaut. Da gab es ja Gerüste, ne? Sie haben dann auch Gerüste gebaut, Kräne gab es nicht. Und haben halt alles per Hand gebaut. Eigentlich muss man sagen, das ist Weltwunder jetzt. Wenn man damals solche riesigen Bauten machen konnte, das war das ohne Kran, nur mit einem Flaschenzug vielleicht und das mit Muskelkraft betrieben, das war beachtlich. Wie froh ich bin, dieses Werkzeug zu haben. Und ihr könnt die schönen Schornsteine bewundern, während ich mich hier durchhangeln muss. Ist das nicht schön?
Mokles grüßen. Oh, ich glaube, da kann man rein. Mal gucken, was ist das? Die St. Paul's Cathedral. ...604. Brannte 61 Jahre später kaputt. Ah. Haben dann ständig an dieses Ding gebaut, weil das so hässlich war. Oh. Da fliegen dann auch noch schön die alten Mauerreste. Oh, wo ich mir an das Dach erinnere. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Ezio den in Rom den Mönch nach seinem Gebiet abgeschossen hat? erschossen hat? Das war toll. Vor allem so schön. Und die ganze Zeit dahinter hat gezielt mit dem Arm Kanone und hat dann, nachdem er fertig war mit dem Beten, hat er ihn dann direkt eiskalt mit einer Kugel erledigt. Alter, noch protziger geht das nicht, ne? Gott, und das ist noch nicht mal... Oh, Jesus. Wie soll ich da... Wie soll ich jetzt... Haben sie ein protziges Kreuz da oben aufgeknallt. Ich weiß auch nicht, was die Kette darstellen soll. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass man nicht mehr an den Katholizismus gefesselt sein möchte. Braucht nur einmal sich irgendwie vertun oder knallt er irgendwie voll dagegen. Ich finde das auch gut, es gibt ja nicht mehr so viele Dachwachen hier. Weil es einfach gar keinen Sinn macht, dass die Leute auf Dächern sind. Ein Cholera-Ausbruch. 1848. Mehrere sogar. Während des Ausbruchs starben in London 15.000 Menschen. Mehr als 0,5% der damaligen Stadtbevölkerung von etwa 2,5 Millionen in der ersten Woche des September 1849 starben 300 Menschen pro Tag. Alter Schwede. Aber nein, es ist ja weit, weit weniger als Corona, ne? Weit, weit mehr. Naja, Fakt ist, wenn man nicht geimpft ist oder keine Immunabwehr hat, Cholera hast du ja nicht einfach mal so. Außer du bist cholerisch. Naja, aber auch durch die Hygienemaßnahmen. Ich glaube, die waren damals ja auch nicht so hoch.
Ach, durch, naja, durch Trinkwasser, das war auch verunreinigt. Ja, genau, es gab ja auch keine Kanalisation, die, ich sag mal, auf dem guten Stand war wie heute. Sauberes Wasser macht ja einiges aus. In Afrika sterben ja auch viele Leute an verunreinigtem Trinkwasser und so. Das Fatale, ey, warum läufst du auf der Stelle? Das Fatale ist halt, dass auch den armen Menschen in der Ukraine das ja passiert. Deswegen kochen sie ja das Wasser ab, um sie abzutöten, ne? Ja, es ist schon ziemlich übel, wenn das Trinkwasser verseucht ist. Und dann noch mit einer fiesen Krankheit. Ja, da kann ratzfatz fast eine ganze Stadt drauf gehen. Das ist überhaupt ein Wunder, dass noch nichts passiert ist. Weil rein theoretisch müsste es doch ein einfaches sein, eine gesamte Stadtbevölkerung Bioterrorismus zu betreiben und eine ganze Stadt auszulöschen. Aber da können wir froh sein, dass die meisten Terroristen dumm sind. Gefühlt. Dumm und gefährlich. So, wir haben alle Lebensmittel, ja. Wir haben alle Lebensmittel. Wir haben alle Aussichtspunkte, glaube ich. Da darf jetzt eigentlich keiner mehr übrig sein. Achso, ich kann das doch einfach da links gucken. So, wo ist denn das? Kann ich das überhaupt schauen? Ich sehe das gar nicht. Offenbar gibt's das nicht. Tja, naja, jedenfalls haben wir es. Nee, ist wirklich nicht da. Ist komisch. Und ich sehe hier aber auch keine Geschichte. Da geht sie wirklich im Zug weiter. Dann werden wir jetzt nächstes in den Zug gehen. Danke fürs Zusehen.